So, Dido, es geht weiter mit The Raven. Wir haben jede Menge Zeug im Inventar, hatten wir schon lange nicht. Und, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, den Draht brauchten wir, um irgendwas zu knacken. Ich weiß gerade nicht mehr, ach, war das die Kabine von Le Grand, war das, ne? Ja. Hier war soweit nichts mehr. Noch? Lauf? Hallo, kannst du mal bitte hier wieder... Hier ist auch nichts mehr, dann gehen wir jetzt mal hoch. Mal gucken, was der jetzt sagt. Immerhin haben wir ihn ja überlistet, den Armkonstable. Oh oh. Das ist doch wohl... Ich habe die Tür unbewacht vorgefunden und wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Das können Sie Le Grand erzählen. Er hat ausdrücklich verboten, dass jemand vor ihm mit Zeugen spricht. Le Grand weiß Bescheid und hatte nichts dagegen. So, dann können wir ihn ja fragen, oder? Also schön. Gehen wir zu Le Grand und erzählen ihm, was vorgefallen ist. Sie haben zunächst gemütlich geschlafen und dann auch noch die Tür unbewacht zurückgelassen. Also, gehen wir? Nee, lassen Sie mal. Aber dass mir das nicht nochmal vorkommt. Natürlich nicht. Frag mich, ob ich jetzt nochmal rein könnte, wenn ich wollte, quasi. Der Konstabler kämpft gegen die Müdigkeit an. Hoffen wir für ihn, dass er den Kampf gewinnt. Bei Le Grand könnte er nicht auf Nachsicht hoffen. Das ist natürlich richtig. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Na gut. Dann versuchen wir jetzt erstmal die Tür von Professor Le Grand zu knacken. Dum-dum-dum-dum. Na, los, los! Hä? Achso, das ist die andere Seite. Ich verstehe. So. Versuchen wir das mal. Der Le Grand hat doch auch was zu verbergen. Was er da im Bad gemacht hat. Das Schloss ist nicht sonderlich sicher. Ich müsste es mit dem Draht aus dem Frachtraum öffnen können. Oh oh. Hier spiegelt sich sogar in dem Ding der... Oh je. Und jetzt? Hallo? Hä? Ja, und jetzt? Miau. Miau. Hä? Was war das denn? Ach, wir müssen alle hochdrücken. Ah, jetzt, Moment. Ich möchte das alles nochmal platt drücken. Hallo. So. Das ist ja lustig. Muss man auch erstmal rausfinden, was man da machen muss, ne? So. Ups. Geh runter. Geh runter. Das heißt, wenn wir alle hochdrücken... Den muss ich da hinten nur ein bisschen. Kommst du wieder raus, bitte? Blöder Draht. Oh, das ist so fummelig. Geht das so? Nein, das war zu weit. Also der Draht geht bis da rein. Das heißt, da ungefähr müsste die erste Spitze sein. Wir können ihn doch einfach überall hochziehen, oder?
So quasi. Dann sind doch alle drin, oder? Wenn wir das so machen. So. So. Na. So. 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 Ich verstehe das nicht. Hä, wie müssen denn die Bolzen da sein? Hallo? So, dass die alle... Der stört da halt noch, ne? Hä, jetzt sind doch alle weg. Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Ich kann ja den Draht hier drin nicht länger ziehen. Hä? Leute, ich bin mal wieder dumm, oder? Sagt's mir ruhig offen ins Gesicht, ich bin dumm. Kann ich das bitte nochmal neu? Ich habe keinen Bock zu. Ich bin aus der... Mach das jetzt doch mal. Das Schloss ist... Vielleicht da so ein bisschen hoch. Dann hier noch ein bisschen weniger. Dann da so. Da. So. Und da. Bisschen niedriger. Da. So. Vielleicht. Und da. So. Mann, bin ich schlecht. Wie geht das denn? Ich weiß ja noch nicht mal, was ich genau machen muss. Was ist das für ein hässliches Rätsel? Ohne Scheiß. Hallo, wieder gehen bitte. Hallo. Kann ich bitte hier raus vielleicht? Nein? Oh, jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus. So. Das ist ein bisschen niedriger, nehme ich mal an. Ja, kann ich noch weiter rausziehen? Ich hatte das doch. Ja. So. So, oder? Müsste doch stimmen. Dass die goldenen drin sind und die silbernen Stifte draußen. Hallo. So. Dann das nächste. Ich weiß gar nicht jetzt, wie der Abstand ist. Okay. Ein wenig weiter links. Da. Da. So. Müsste eigentlich noch höher sein als das andere. Das ist ein kleineres Teil. Los, schieb doch.
Oh, wenn ihr wüsstet, wie fummelig das ist. Noch etwas höher. Ich hasse sowas. Höher. Wenn das jetzt wenigstens halt immer so richtig funktionieren würde. Aber nein. Es muss noch höher. Schieb. Wieso ist das hinten jetzt plötzlich wieder höher? Da habe ich doch gar nichts verändert. So. Wenn ich richtig in der Annahme gehe, also wenn ich recht in der Annahme gehe, dass wir genau das erreichen müssen, dass die goldenen hier drin sind und die silbernen oben, dann weiß ich jetzt ungefähr, wie ich es machen muss. So ungefähr. Ja. Noch ein Stück. Jo. Die Spitze muss noch tiefer. Ein ganzes Stück. So vielleicht. Aha. Moment. Aha. Hat es jetzt geklappt? Na, also. Ja. Wie auch immer. Hauptsache es geht. Und reingeschlichen. Mal gucken, was jetzt der Legrand so zu verbergen hat hier in seiner Kabine. Ich will erstmal gucken, was da war. Da hat er irgendwelche Tabletten oder irgendwas war da. Es riecht nach Chemikalien. Vermutlich hat Legrand hier drin die Fotos entwickelt. Im Waschbecken liegen noch die Scherben der Spritze, die der Inspektor zerbrochen hat. Warum tut er sich das an? Selbst wenn er den Raben fassen würde, wäre es das wert, dafür seine Karriere und seine Gesundheit zerstört zu haben? Also nimmt er Drogen? Ich meine, wenn er die ganze Zeit... Legrand muss die Fotos selber geschossen und entwickelt haben. Und dann hat er sogar noch Abzüge und Vergrößerungen gemacht. Er scheint auf alles vorbereitet zu sein. Und ihm stehen mehr Ressourcen zur Verfügung als einem normalen Ermittler. Noch ein Alarmmelder. Er wurde irgendwann mal betätigt. Aber es lässt sich einfach nicht sagen, wann das war. Sind auch wirklich alle verdächtig, ne? Er hat noch nicht geschlafen. Säuberlich gefaltet und unbenutzt. Legrand hat seit Beginn der Fahrt nicht geschlafen und davor im Zug auch nicht. Da wird der verrückt. Ein Schliemeister und Sohn. Schwierig zu knacken. Würde ich das Auge stillen wollen, würde ich mich auch darauf konzentrieren, die drei Schlüssel zu bekommen. Wenn alles nach Plan läuft, wird dieses Monster erst im Museum in Kairo geöffnet werden. Hoffen wir das Beste. Mal gucken, was da hinten noch so ist. Was gucken wir uns denn hier? Auf dem Fläschchen steht nichts drauf. Ich vermute, dass es eine Art Aufputschmittel ist. Legal oder auch nicht. Legrand ist jetzt seit mindestens 30 Stunden auf den Beinen. Vielleicht noch länger. Man darf nicht darüber nachdenken, welche Nebenwirkungen dieses Zeug haben könnte. Ein Polizist in einer Mordermittlung sollte all seine Sinne beisammen haben. Zu groß die Gefahr, dass er Hinweise übersieht oder sich und andere in Gefahr bringt. Tja, was haben wir hier? Legrands Akte über den Raben. Zentimeter dick, aber völlig unbrauchbar. Wir haben es nicht mit dem Raben zu tun. Warum sieht er das nicht?
Unser Mann ist rücksichtslos. Ein Bombenleger und potenzieller Mörder. Die Akte gehört in ein Museum. Das ist alles lange her. Der Inspektor sollte sich auf die Gegenwart konzentrieren. Was haben wir hier noch? Das ist das Rohr aus dem Frachtraum. Legrand scheint es auf Fingerabdrücke untersucht zu haben. Man kann die Pulverflecken erkennen. Nein, auf der Seite, an der der Angreifer das Rohr gehalten haben muss, es nichts zu erkennen. Entweder hat er Handschuhe getragen oder er hat das Rohr abgewischt. Tja. Aha, hier ist das Projektil, das Dr. Gebhardt aus der Leiche der Baronin entfernt hat. Das ist aber nicht das Gleiche, oder? Würde ich mal behaupten. Dieses Projektil hat der Doktor aus dem Herzen der Baronin entfernt. Laut Legrand stammt es aus einer 7,65 mm Parabellum-Patrone. Das Projektil ähnelt dem, das Dr. Gebhardt aus der Leiche der Baronin entfernt hat. Aber Gewissheit habe ich erst, wenn ich es in Legrands Kabine unter dem Mikroskop untersucht habe. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt mal... Hier ist doch das Mikroskop. Zurück. Da mal untersuchen. Mal gucken. Ich meine, es ist eingedrückt. Aber es könnte ja auch beschädigt worden sein. Ja, jetzt guck halt. Ich brauche das zweite Projektil, um einen Vergleich. Ja, meine Güte. Hier, da hast du es. Also schön. Guckst du jetzt bitte rein? Ah! Das wohl von einer echten Patrone im Bild ist? Das ist der Beweis. Wer immer die Baronin erschossen hat, er hat zuvor im Frachtraum herumgeballert. Was hat das zu bedeuten? Gute Frage. Auf dem Schreibtisch waren wir gerade schon. Ach, das ist der Forensikkoffer, okay. Ein Prachtstück. Die Spurensicherung benutzt solche Koffer. Natürlich nicht bei uns in der Schweiz. Aber in Paris, London, New York, der großen weiten Verbrechenswelt, wird immer mehr Wert auf die korrekte Sicherung von Spuren gelegt. Es ist ein kleines Labor, mit dem sich einfache Untersuchungen bereits vor Ort durchführen lassen. Kann ich da jetzt auch irgendwie... Da habe ich doch die Daunenfedern drin. Nein? Ich gucke jetzt mir hier mal die Fotos an. Die Fotos muss Legrand noch gestern Abend am Tatort gemacht haben. Im Schlaf erschossen. Vermutlich hat sie nicht einmal etwas gespürt. Sie legte sich aufs Bett, um kurz zu schlafen, und wachte nie wieder auf. Dieses Foto soll wohl einen Überblick über den Tatort geben. Mhm. Tja. Das Bett, der Blutfleck. Auf dem Bettlaken ist der Fleck erheblich größer als auf der Matratze. Und auch auf der Decke ist Blut. Eine Menge Blut, würde ich sagen. Die Decke und der Bettbezug sind hier nirgendwo. Ich vermute, dass sie drüben in der Krankenstation liegen. Ja, so haben wir sie gestern gefunden. Glaube ich zumindest. Ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz klar. Nein. Nichts Verdächtiges. Kann ich nicht nochmal anklicken oder so? Eine grobe Zeichnung des Schiffs. Legrand hat die Kabine der Baronin markiert. Weitere Erkenntnisse scheint er nicht gewonnen zu haben. Auch nicht. Vielleicht könnte ich da später nochmal drauf gucken, wenn da mehr Bilder hängen. Ich weiß es nicht.
Was mache ich denn jetzt mit dem Forensikkoffer? Also schön. Was haben wir hier alles? Das ist... Oh, wie praktisch. Ein sauber verpacktes Wattestäbchen zur Spurenaufnahme. Das stecke ich ein. Ja, nicht schlecht. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen von Chemikalien. Das haben sie aber detailreich gestaltet hier. Die Hälfte der Werkzeuge in diesem Koffer sind auch für Archäologen interessant. Und eigentlich sind sie Spurensicherung und Archäologie ja auch ähnlich. Man will herausfinden, was an einem Ort geschah. Ob nun vor ein paar Stunden oder vor Tausenden von Jahren. Da hat er recht. Herrje. Da kann er wohl nichts Näheres mit anfangen. Nope. Schere, Lupe. Fingerabdrücke sind überbewertet. Clevere Diebe tragen Handschuhe oder sind sich sicher, dass es am Tatort zu viele Abdrücke gibt, um alle zu untersuchen. Ich bin mir sicher, Legrand könnte in dieser Hexenküche zaubern. Mir bleibt nur ehrfürchtiges Staunen. Für Spurensicherung im Wald und freiem Gelände, möchte ich meinen. Uninteressant auf einem Schiff. Aha, das hier ist so eine Art Inventarliste. Hinter den einzelnen Chemikalien stehen ihre chemische Zusammensetzung und ein kurzer Kommentar, wofür man sie benutzen kann. Und hier sind die wichtigsten Verfahren aufgelistet. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Dass das am Kissen und an den Federn Schmauchspuren sind, muss ich nicht untersuchen. Das kann ich riechen. Und mehr Spuren habe ich momentan nicht. Na gut. Ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Oh oh. Ach, uns hat niemand entdeckt. Ausgezeichnet. Okay. Ein Wattestäbchen. Hatten wir nicht noch irgendwas, wo wir eine Probe von nehmen mussten? Aber, ach, von dem Blut, ne? Das machen wir jetzt noch gerade. Von dem Blut in der Kabine. Aber das weiß ich ja, dass das Blut ist. Eigentlich. Ein Ventilator ist hier sogar. So, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch kurz die Blutspur. Nimm eine Probe. Das wollte ich schon immer mal machen. Yay! Das muss reichen. Okay, in der nächsten Folge werden wir dann als erstes testen, ob es sich hierbei wirklich um Blut handelt, denn etwas Besseres fällt mir gerade nicht ein. Ansonsten werfe ich nochmal gerade hier einen Blick in den Salon, ob Legrand immer noch den Geiger verhört. Oder ob er sich jetzt schon den nächsten vorgenommen hat. Jupp, er verhört immer noch den Geiger. Na gut, okay. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.